Neuer Shop kommt jetzt hier in ganz genau einer Minute und 7 Sekunden. Gerne die Likes wieder voll machen. Ihr seid aktuell am Eskalieren. Jeden Tag über 1000 Likes auf die Videos. Kuss geht raus. Und übrigens, ich glaube, es fehlen noch ein paar zerquetschte. 900 irgendwas. Und dann haben wir auch die 160k. Deswegen gerne Kanal abonnieren. Wichtig, ganz wichtig. Hört jetzt zu, merkt euch alles. Heute Nachmittag müsst ihr wieder FNCS gucken. Für die besten Gegenstände. Für den Ladebildschirm ab heute 16 Uhr wieder. Wenn es so bleibt wie gestern und vorgestern, ist es immer ab 16 Uhr. Ab heute Ladebildschirm 30 Minuten angucken. Eine Stunde für dieses Backpack. Nur heute, am 15.10. verpasst ihr das Ganze, bekommt ihr die zwei Gegenstände nicht kostenlos, falls ihr nicht wisst, wie, wo, was genau ihr machen müsst. Hier ist ein Video dazu online und hier. Und übrigens checkt auch gerne die ganzen anderen Videos ab, falls ihr die verpasst habt. Und jetzt warten wir noch gemeinsam auf die Shop-Aktualisierung. Ich hoffe, dass wir heute, kurzer Blackscreen, dass wir heute irgendwas Besonderes reinkriegen. Vielleicht alte Halloween-Skins, aber vielleicht auch ein neuer. Vielleicht heute Muskelkater. Oder ich glaube, das ist der Muskelkater-Skin in der Halloween-Variante. Was gibt es heute? Übrigens, gerne auch mich hier supporten. FERJUSYT. Gerne, gerne benutzen. Naja. Oh mein Gott, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Erstmal muss ich kurz meinen. Wichtig. Der Skin ist cool und Backpack auch, aber geht gar nicht. Geht gar nicht. Gucken wir uns jetzt mal hier den Shop an. Spendpaket müsste das sein. Ich muss mal abchecken, ob das neu ist oder nicht. Aber ich glaube jetzt so vom Gefühl her, nein. Skin an sich tausendmal da gewesen. Ich finde die bunte Variante cool, aber Skin, ja, keine Ahnung. Finde ich jetzt nicht so krass nice. Backpack hat sogar auch alle vier Stile bekommen. Einmal so. Einmal so. Einmal bunt animiert. Das finde ich cool. Und das finde ich auch nice. Würde ich jetzt nicht spielen, aber finde ich nice vom Aussehen her. Spitzhacke sehr wild. Ja, die ist richtig wild. Gefällt mir sehr gut. Und hat einen sehr, sehr stabilen, einzelnen, kaufbaren Preis oder wie auch immer man es sagen will. Ihr wisst, Deutsch ist kaputt. Das ist cool. Sehr, sehr nice Gleiter. Ich glaube, das sind die einzigen Gleiter, die so existieren. Mir würde gerade echt nichts einfallen, welche irgendwie ähnlich wären zu den hier. Gerne. Warum bringt Epic Games eigentlich nicht irgendwie ein Update raus, wo die ein paar mehr Stile bekommen? Die sehen so heftig aus. Ich hoffe, dass die irgendwann in Zukunft ein neues Update bekommen. Ansonsten Magma-Lackierung ist so oder so eine 100 von 10. Eines der ersten Lackierungen und auch eines der besten Lackierungen. 1, 2, 1, 500 einzeln, bester Preis. Ist zwar ein bisschen teuer, der Gleiter, aber kann ich nur empfehlen. Und das hier auch teuer, aber sieht schon sehr, sehr wild aus. Und jetzt haben wir wieder weitere Halloween-Skins im Shop drin. Ein sehr beliebter Skin ist wieder zurück und zwar der Ghoul Trooper. Schild Trooper, den gibt es sogar in der goldenen Variante. Stile kann ich euch hier einmal zeigen. Leuchtende Augen finde ich sehr cool. Könnt auch übrigens ausmachen, diese Augenspur. Aber lasse ich jetzt hier an. Ich weiß nicht, hier sieht er irgendwie so lost aus. Weil der Übergang hier irgendwie trash aussieht. Hier. Das sieht irgendwie so, als ob er jetzt zum Skifahren gehen würde. Sieht irgendwie nicht cool aus. Das wiederum finde ich, also das ist für mich der beste Stil. Nur die Augen finde ich trash. Warum bleiben die immer in der Farbe? Cooler wäre es natürlich, wenn die in weiß leuchten würden. Das würde ich eindeutig besser fühlen. Aber naja, kann man nicht ändern. Und hier, ja, na klar. Hier sind die Gold. Aber natürlich. Bei Gold, Gold. Bei Weiß, Blau natürlich, klar. Und bei Blau, Blau. Oder nee, Grün. Ja, okay, bei Weiß ändern sie halt die Farbe auf Blau und hier Grün. Und hier. Ja, okay, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Aber naja, der Skin ist wild. Leider kein Backpack. Der Skin ist auch richtig, richtig wild. Richtiger Schwitzer-Skin. Ghoul Trooper 2.0 auch hier in der goldenen Variante, aber ohne dieses Augenzeug. Ja, einmal weiß, einmal so blau. Ja, so eher grünlich, hellgrün oder was auch immer. Und Gold. Ich muss sagen, 1 und 3 finde ich am besten. Sehr cooler Skin. Spitzhacke ist auch, ja, die hat auch was. Vor allem, boah, der Sound. Sound ist wild. Sound bleibt gleich. Und hier finde ich es am langweiligsten. Aber das hat auch irgendwie was Cooles. Ja.
Es hat zwar nichts Animiertes, aber ich finde das cool mit dem Knochen-Look hier. Finde ich sehr wild. 1, 2, aber teure Pickaxe. Gleiter, der hat was. Da guckt, glaube ich, auch so ein Ding raus. Ja, genau. Ja, kurzer Voice-Crack. Ich hatte schon lange keine Voice-Cracks mehr in meinen Videos. Gerne Voice-Crack kommentieren, falls ihr bisher geguckt habt. Wechselt ihr auch mal seine Stile. Ja, ansonsten... Und Sound hat er auch. Hatten wir denn nicht den Stil gerade eben? Hä? Das sieht komm. Das soll blau sein. Und das hier? Also entweder bin ich gerade farbenblind. Okay, das ist ein bisschen grünlicher. Aber es sieht fast gleich aus. Da sieht es auf dem Bild hier deutlich besser aus. Naja, nächster Halloween-Skin. Ich meine, den Skin... Kam der auch nicht random rein in den Shop? Der ist crazy. Das ist einer der verrücktesten Halloween-Skins. Hier mit einem Frosch dran. Alter. Also, das ist ein verrückter Halloween-Skin. Sehr verrückt. Backpack hat sogar... seine Zunge. Die lässt aber gerade richtig hängen. Ja, finde ich irgendwie lustig. Würde ich sogar komplett so spielen. Sehr, sehr cool. Spitzhacken-Body sehen nice aus. Und es bewegt sich sogar hier. Oha. Verschiedene Soundeffekte. Ich finde, die machen mies Auge. Würde ich nicht spielen, aber die sehen krass aus. Ansonsten haben wir hier Lackierung dickes 3x9, obwohl sie animiert ist. Letzter Bereich für heute. Die hat eine Besonderheit. Wenn ihr Kisten öffnet, leuchtet hier das Tattoo. Ja, das ist so die einzige Besonderheit bei dem Skin. Finde ich aber nice. Ansonsten haben wir hier Phoenix. Den Phoenix-Skin finde ich unspektakulär. Gar nicht mein Fall. Ansonsten haben wir hier Spitzhacke. Das ist eine 10 von 10. Falls ihr eine Spitzhacke braucht, die irgendwie krassen Sound hat, das ist die perfekte. Ansonsten 100 von 10. Skippen wegen Copyright. Auch sehr wild, aber keine 100 von 10. Skippen. Und setz dich doch. Und jetzt kommen wir zu der Frage der Fragen. Gibt es heute was Seltenes im Shop? Seltenes heute gibt es... Oha, wir haben sogar noch mehr im Shop. Klar, die Halloween-Skins 348 Tage ist auch somit das Seltenste. Wir haben sogar noch eine Erneuerung im Shop. Es soll angeblich irgendwas im Shop sein, was wir wetten wir nicht sehen. Ja, wir sehen es nicht. Oh, wait. Zum Glück scrollen wir runter. Die sind wieder zurück. Ich meine, Ghoul Trooper war weg vom Shop. Fußballskins sind wieder zurück. Die waren safe nicht im Shop da gewesen. Das war gestern da. Übrigens, Schneekugel. Wir haben gerade Weihnachten, ich weiß. Morgen ist Weihnachten. Kein Plan, was Schneekugel im Shop macht. Das hatte ich gestern vergessen zu zeigen. Muss ich kurz nachholen. Weihnachts-Emote. Natürlich passend zu Weihnachten. Sehr cool. Ansonsten soll angeblich was im Shop sein, was wir aber nicht sehen. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch. Das ist sehr, sehr komisch. Und wir haben ein neues Spindbundle. Ganz oben ist anscheinend ein neues Spindbundle da. Laut hier dem Post. Ich kann euch auch irgendwie nicht zeigen, welche Skins hier fehlen. Ich kann es mal ganz kurz probieren, euch irgendwie schnell hier zu zeigen. Weil wir wollen das Video nicht unnötig in die Länge strecken. Und zwar ganz genau diese Skins hier. Ich blende euch das mal kurz hier ein. Diese Skins hier fehlen aktuell im Shop. Das ist ja das mit diesem... Hier, mit diesem Skin hier zum Beispiel, fehlen aktuell irgendwie im Shop. Ich glaube, der Shop ist auch aktuell viel zu groß dafür. Vielleicht ist deswegen auch der Fehler da. Ansonsten, wenn ihr bis hier kommentiert habt, geguckt habt, kommentiert einen neuen. Denkt daran, mein CC zu benutzen. Kuss geht an der Stelle. Ciao.